Ich habe mir diesen Schlüssel besorgt, um das Sägeblatt von meiner Tischkreissäge zu lösen. Das Problem ist aber, dass die Mutter durch das hohe Anlaufmoment des Motors und das große Drehmoment, das beim Sägen auf diesen Flansch wirkt, so festgezogen wird, dass ich sie mit einem solchen Schlüssel schlicht und einfach nicht lösen kann. Was ich also brauche, ist wiederum mehr Drehmoment. Jetzt könnte man sowas natürlich total einfach im nächsten Baumarkt kaufen oder irgendwie mit dem Hammer drauf rumhauen. Aber so ist das Ganze schon viel eleganter.